Was geht YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ich begrüße euch ganz herzlich zum LS15 auf der Map Niederlande zusammen mit dem Toto und dem Marco. Hallo. So, aber erstmal ganz kurz, Leute, und zwar es ist Zeit, es ist mal wieder Zeit. Papa braucht eure Hilfe und zwar sieht das so aus. Ich war heute so ganz gechillt, ne? Ich dachte mir so, oh ja, ein paar neue Mods, frischen Wind reinbringen im LS, das kommt doch immer gut. Gehen wir mal auf Modhoster und schauen uns mal die ganzen Mods an. Ja, Papa geht auf Modhoster und kriegt schon nach 10 Minuten einen Hals. Das ist unfassbar. Also ich wurde wirklich ein bisschen stinkig. Es ist so, ich gebe da einen Drescher. Ich wollte gerne einen neuen Drescher hier in den Niederlande mit reinhaben. Mal ein bisschen gucken, vielleicht gleich einen schönen Klaas oder so, habe ich mir gedacht. Und ich finde nur LS 11 und LS 13 Mods, ne? Ich schon so ein Hals, ich hier gerade im Teamspeak. Ich so, Alter, warum finde ich denn hier nur beschissene LS 11 und LS 13 Mods? Dann sagen die Jungs mir, ja, du musst da ganz oben. Dann steht da oben ganz in klein LS 15, ne? Ich denke mir, ja, das war doch sonst nie so. Sonst habe ich doch auch immer Mods gefunden für den 15er und so, ja. Egal. Ne? Ich das dann gemacht, wie die zwei mir das gesagt haben, auf LS 15 geklickt. Drescher eingegeben, alles klar. Ich denke mir, ja, nice. Es kommen Drescher. Wunderbar. Ich klicke auf den ersten Drescher und kriege den nächsten Hals. Da hat ein Modder. Ich habe Respekt vor Modder. Ich respektiere deren Arbeit, die die tun, weil die ist meistens sehr, sehr wunderschön. Aber dann klicke ich auf den Drescher und suche verzweifelt das Ladevolumen dieses Dreschers. Und ich denke mir, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Wieso kann man denn nicht die einfachsten Sachen oder zumindest die Infos, die man braucht, in die Videobeschreibung, in die Mod-Beschreibung mit reinpacken? Verstehe ich nicht. Ich, naja, gut, ne? Leck der Arsch, nimmst du halt den nächsten Mod. Ja. Ne? Gleiches Spiel wie immer. Ich klicke drauf. Schöne Bilder. Wird alles schön gezeigt. Ja, wunderbar. Keine Volumenanzeige, kein das, kein jenes, kein gar nichts. Ey, so eine Krawatte. Ich denke mir, ach, weißt du was, leck mich doch einfach am Arsch. Oben X gedrückt, sollen sie doch verrecken. Jetzt kommt ihr ins Spiel, meine lieben Freunde. Ich würde ganz gerne, also es schreiben, es hat nicht jetzt nicht nur damit zu tun, dass ich neue Mods haben möchte oder so. Ich lese auch sehr oft in den Kommentaren, ey, nimm doch mal den Fan Vario XYZ mit rein. Oder nimm doch mal den Lemke, was weiß ich, mit rein. Oder nimm den und den Drescher oder was auch immer. Ich wollte ganz gerne, weil ihr das auch öfters schreibt, schreibt doch mal eure Lieblingsmods. Ob es, egal, ob es Fan ist, ob es Deutsch ist, ob es klar, es ist, was auch immer. Schreibt es doch mal unten mit einem Link in die Kommentare. Ja, ich habe Links aktiviert. Schreibt das mal da rein. Und ja, dann würde ich auch ganz gerne eure Mods, die ihr da so habt, auch mal ganz gerne hier mit dem Spiel benutzen, weil ich finde, das ist eigentlich sehr toll, dass ihr da auch was macht und so. Und ja. Wenn ihr da ein paar Mods haben möchtet. Oder was ihr, oder es müssen ja nicht mal eure Lieblingsmod sein. Wenn ihr sagt, oh Freezy, ich glaube, der Trecker wäre gut für die Niederlande. Packt es unten in die Kommentare, Leute. Das wäre sehr nett von euch, wenn ihr das tun würdet. Ist natürlich kein Zwang, ne? Schön gemütlich. Könnt ihr das machen, so wie ihr es möchtet oder auch nicht. Aber wäre schön, wenn ihr es tut. Dann habe ich noch ein kleines Anliegen an euch, ihr kleinen Schlingels. Und zwar hätte ich ganz gerne, dass ihr ein bisschen mehr den Like-Button drückt. Also, dass noch mal ein paar mehr Likes kommen. Ich habe so auf einer Niederland-Folge knapp 200 Aufrufe, manchmal 300, kommt drauf an, was wir gerade gemacht haben. Aber immer nur so 10, 15 Likes. Ich hätte ganz gerne, dass ihr mehr Likes drückt. Ich weiß, ich vergesse es auch manchmal, bin ich ganz ehrlich, ich vergesse es. Ich, guck meine Lieblings-YouTuber auch und vergesst das Liken. Das ist, ich weiß auch nicht warum. Manchmal vergisst man das halt. Ist auch kein Problem. Aber wäre sehr nett, wenn ihr das wieder tun würdet. Ja. Das war so mein kleines Anliegen. Also, Mods und Liken. Wäre sehr nett von euch. Ist natürlich keine Pflicht oder wenn ihr nicht liken möchtet, müsst ihr das auch nicht, aber
Für die Leute, die es gerne möchten, aber manchmal vergessen. Liked. Leute. Ja. Ich bin jetzt hier unten bei der Honiggedöns. Jupp. Ich finde hier aber keine Anzeige, wo, wie viel, was hier drin ist. Du musst hinten an das Haus gehen. Also da, wo so eine Art Tür ist. Nicht da. Da bist du verkehrt. Du musst hier an das Kleine. Wo? Hier, da. Genau. Hier? Ja, und da gehst du hinten dran. Ah. Und da werden die... Aber hier bin ich falsch. Wir wollen schon die Bienen haben. Ich wollte aber erstmal die Bretterpaletten loswerden. Heißt, ich muss wahrscheinlich nach da oben höher. Ne? Oh, da ist ein Silo. Wir hatten das da hingestellt. Der Modder. So. Hab ich auch noch nie gehabt. Was? Jetzt sind mir die Schaufel ins Gebäude gebackt. Könnt gerne mal eine Fenster rein switchen. Wie hast du das denn hingekriegt? Ich bin schon einfach nochmal reingefahren, auf einmal fuck, war die Schaufel da drin. Hey, siehst du das, Toto? Warte mal. Ja. Wenn du die jetzt abhängst, ist die da drin. Soll ich mal abhängen? Ja, mach mal. Oh, du musst zurücksetzen. Ja, setz mal zurück. Ne, ich krieg's angegangen. Ne, echt? Ja. Ist sie jetzt raus? Moment. Oh. Ne. Und immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Oh, Entschuldigung, ich sollte ja nicht mehr singen. Da hat jemand in meinen Kommentar geschrieben, da habe ich ein bisschen gesungen, da hat er gesagt, hör auf zu singen, danke. Muss ich ein bisschen schmunzeln? War aber nett. Was? Er war aber nett. Ja, er hat danke dahinter geschrieben. Ja. So, machen wir mal hier die Bienenzucht. Wie viele Anhänger haben wir? Nur die drei? Die zwei Fliegel und den... Ja, ich habe gerade einen Fliegel oben am Sägewerk. Ja, wenn wir zu wenig haben, kauft mal ruhig noch einen. Aber kauft auch ruhig mal einen anderen, nicht ja, nur die... Ja, einen Krampe. Ja, mach mal. Sag mal. Nur weil du zwei wieder hintereinander hängen willst, wa? Nee, weil der Fliegel hier keinen Haferladen tut. Ich? Nein. Okay. Aber wieso versteckt A hier? Das muss man im LKW machen. Hafer lädt keinen Anhänger. Doch, normalerweise Krampe. Da probier's mal aus. Er leckt mich doch am Arsch. Der will Wasser und Honig. Wo soll ich denn meine Paletten hinbringen? Du musst das unten zu dem kleinen Häuschen bringen. Dann werden die Bienenstöcke hergestellt. Wo meinst du oben bei Feld 7? Nein, unten bei Feld 70. Nee, da war das doch nicht. Da musste ich Bienenstöcke hinbringen. Nein. Ja, wohl. Nein, da waren doch zwei Häuschen. Einmal das kleine mit dem Förderband da davor. Ja. Da werden Bienenstöcke hergestellt. Und dafür brauchst du Bretterpaletten. Wieso lässt du mich dann wegfahren? Ja, was habe ich denn eben gesagt? Ich weiß nicht, ich habe nicht zugehört. Ja. Genau deswegen. Ich fühle mich gedisst. So. Ich fahre jetzt dahin. Und du weder brauchst jetzt keine Bretterpaletten dann. Dann fährst du wieder weg. Dann, ja. Dann putzt du mit dem alten Lappen und einer Zahnbürste mein Deutz hier. Ja, mach ich dann. Gut.
Habt ihr alle gehört, ne? Challenge accepted. So. Ja, und zwar nach der Aufnahme. Ne, in der Aufnahme. Und ich delegiere, wo du die Zahnbürste hinbringen musst. So, ich bin jetzt hier am Holz. So, Rohstoffe. Holz, Bienenzucht. Produkt, Bienenstock. Ja. 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 Lass mich mal da rein. Ja, ist frei, kannst rein. Wir haben zu viele Fahrzeuge. Das sage ich jedes Mal. Stehst du da unten? Was? Ja, hallo, okay. Hier bist du. Ja, moin. So, ja, moin. Komm mal mit. So. Jetzt gehst du hier hin. Hier, so. Ja. Rohstoffe, Holz, Bienenzucht. Ja. Genau. Kannst du hier irgendwo die Paletten abladen? Nein. Du hast doch gar keine drauf. Was? Bei mir ist der Hänger leer. Nee, bei mir sind welche drauf. Ach so. Wo soll ich die denn hinbringen an deiner Stelle? Wo ist denn hier ein Trigger? Marco? Ja? Mal den Deutz und mach mal dein Zauberwerkzeug an und zeig mal, wo hier der Deutz, der Trigger ist. Hinten an der Tür, kann das sein? Wie sieht der Trigger aus? Was ist denn das für ein Deutz? Ach hier. In das Haus brauchst du gar nicht so eine Palette rein. Die Palette stehen ja auch daneben. Ja, an der Tür hinten ist einer. Mach ich das jetzt wieder aus? So. Dann. Schauen wir mal. Hoppla. Und? Na, ja, hat er geklappt. Nee. Doch, natürlich. Geh mal weg da, hast du Tomaten auf den Augen? Da, Holzbienenzucht. 55% immer noch nicht voll. Ja. Ja. Ja, und? Komm, wir gehen, der weiß nicht mehr, was er sagt. Also, das wird's peinlich für ihn. Oh, wir fahren jetzt hier mal schnell weg. Okay. Ja, das ist aber auch Holzbienenzucht. Ich habe gedacht, ich muss das Holz jetzt irgendwie da und der macht mir so Inka-Stöcke raus und die müsste ich hier hinbringen. So habe ich jetzt gedacht, ne? Ja. Ja, der Fehler war schon beim Denken. Ich weiß, richtig. So, warum will er denn hier Milch haben? Wo ist denn die nächste Anzeige für dieses Häuschen hier? Ja, das weiß mal wieder keiner. Ah, hier, alles klar. Hier muss hin. Honig, Getreide, Milch. Krieg ich raus. Was wird hergestellt? Müsli-Palette. Nö. Müsli. Genau, Müsli. Oh yeah, ich hab Bock auf ein paar Kelloggs. Ja gut. Dann weiß ich Bescheid. So. Aber die Bienenstöcke musst du erst oben bei Feld 7 hinbringen. Okay. Damit er daraus Honig wird. Ja. Und diesen Honig musst du dann wieder runterbringen. Wir haben hier den Krampel mitten auf den Weg gestellt. Ich wollte ein Stück mitnehmen. Achso, ich hab gedacht, Scheiße. Nehmen wir ein Stück mit. So, wir hatten in der letzten paar Folgen hatten wir oben bei den Popcorn Mais hingebracht. Schauen wir mal. Mit was muss ich den Popcorn abholen? Wahrscheinlich mit dem Cargo Bull, ne? Genau. Laufen mit dem Cargo Bull. Nicht auf Paletten. Nee, ey, jetzt ist die Schaufel schon wieder da reingebackt.
Sag mal, was machst du denn da? Ja, ich versuche das einfach nochmal rauszuholen und dann schiebt mich der ganze Trecker dann in die Bude rein. Warten, Bob. Du sagst du mir, warten, Bob. Kommt er in Schlangenlinien angefahren? Ja, tut mir leid, ich war betrunken. Ja. Tschüss. Warte eben. Ah, zu spät. Was steht bei dir? Wasser? Was machst du denn da? Ich hätte dich doch da rausgedrückt. Ja, jetzt ist vorbei. Ah ja. Weil der Bob mich hier... Ey, Marco, das hättest du sehen müssen. Er kommt hier um die Ecke mit einem Affenzahn. Ich natürlich von der letzten Party noch ein bisschen angetrunken. Ein bisschen Schlangenlinie und fährt voll in mich rein. Ich versuche noch auszuweichen, aber das ging einfach nicht. Genau. Ja, er versucht auszuweichen, indem er sich quer auf die Straße stellt. Hat er Angst? Ja, die Lenk vom Deutsch ist ein bisschen schwammig, ne? Boah. So, wir sind am Ende unserer Folge angekommen, meine lieben Freunde. Das Liken nicht vergessen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.